Also diese Idee Europaschule gibt es schon seit längerem. Mir war lange bekannt, dass Schulen das erstmal so ein bisschen erprobt haben, sich dem europäischen Gedanken besonders zu widmen. Als ich an diese Schule kam und auch bevor ich an diese Schule kam, ist diskutiert worden hier, wie wir die Bilingualität so auch für die Schülerinnen und Schüler, die das durchlaufen haben, deutlich machen können, dass es einen klaren Vorteil gibt für jemand, der also in der Bilingualität, im bilingualen Zweig war. Es werden Geschichte, Erdkunde und Politik bilingual unterrichtet. Dadurch wird Europa oft zum Schwerpunkt im Unterricht. Wir haben jetzt bereits die Möglichkeit, durch das Projekt Certilingua ein Zertifikat zu vergeben, wenn bei uns Schülerinnen und Schüler sich besonders hervorgetan haben durch Erwerb von sprachlichen Kompetenzen, also auch über das Fach Englisch hinaus. Das dürfen wir bereits jetzt, das war in diesem Umfeld halt. Unsere Schule hat zum ersten Mal die Rechte bekommen, das Certilingua auszustellen, und das ist ein Zertifikat. Das können die bilingualen Leute beantragen, die auch Französisch als zweite Fremdsprache haben. Das bestätigt dann, dass man Französisch und Englisch auf dem Niveau B2 kann, und das kommt auch gut bei Bewerbungen an. Und dieses Jahr fahren wir auch nach Paris zur UNESCO, um dort Leute zu interviewen und eine Projektarbeit darüber zu schreiben. Und danach kriegt man dann das Certilingua ausgestellt. Ich bin Frau Kuschnick. Ich bin unter anderem zuständig für den Kontakt zu unserer Partnerschule. Das ist Tuthill Grange School in Durham. Das liegt im Norden von England und die nächste größere Stadt wäre Newcastle. Wir haben seit 5 Jahren diesen Kontakt und verschiedene Projekte mit der Partnerschule gehabt. Wir hatten Briefkontakte, wo Briefe von uns hin und her geschickt wurden. Wir hatten E-Mail-Kontakte und auch ein E-Mail-Projekt, das über das E-Twinning ging. Da war es so, dass wir im Internet einzelne Projekte vorgestellt haben und die Schüler sich dann in einem Forum auch darüber unterhalten konnten. Ich weiß, dass von jeder Klasse, mit denen wir ein Projekt gemacht haben, immer noch so 1, 2 sind, die diese Brieffreundschaft noch weiterführen. Wir machen bereits ja vieles in dieser Richtung. Also über die Bilingualität hinaus war es gar nicht schwer festzustellen, dass in vielen Fächern natürlich Europa eine Rolle spielt, insbesondere in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, dass wir auf der anderen Seite aber auch Zusammenarbeit haben, zum Beispiel mit unserer Partnerschule in Tourcoing in Frankreich. Und da gab es beispielsweise ja auch schon Projekte im naturwissenschaftlichen Bereich, die gemeinsam gemacht worden sind. Nicht nur auch den Schüleraustausch, den wir mit dem Lycée Colbert führen, sondern wir haben auch seit 2006 ein gemeinsames Projekt, das einmal im Jahr, generell zu Jahresbeginn, eine Klasse aus Frankreich zu uns ans Krupp-Gymnasium kommt und Experimente oder Vorträge vorbereitet hat. Zum Beispiel im Fach Chemie ging es um die Herstellung von Parfüm. Letztes Jahr ging es im Fach Physik um die Darstellung von übernatürlichen Phänomenen. Und auch für nächstes Jahr ist wieder so etwas geplant, dass eine Klasse aus Frankreich mit ihrem Lehrer, Herr Durieux, hier hinkommt und dann mit einem Elberkurs unserer Schule gemeinsam experimentiert und diese Ergebnisse auch hinterher gemeinsam vorstellt, also auf Französisch und auf Deutsch. Die Schule bietet den Schülern die Möglichkeit, an den DELF-Prüfungen teilzunehmen, und zwar in den Kategorien A und B, und fördert dies auch, indem sie AGs anbietet. Also wenn man sich bei unserem Projekttag umsieht, dann sieht man einige Ergebnisse, die durch die Kontakte auch zustande gekommen sind, die wir im Bewerbungsprozess als Europaschule halt gesammelt haben und die uns teilweise auch dahin geführt haben, uns als Europaschule zu bewerben. Beispielsweise wird jetzt gerade gefertigt ein Mosaik, was direkt vor dem Sekretariat aufgestellt ist,
Und das passiert beispielsweise in Zusammenarbeit mit Debate Europe, einem von der Europäischen Kommission finanzierten Projekt, das also dazu dienen soll, den Europagedanken in den Schulen auch, wie man sieht, optisch präsent zu machen. Unsere Europa. Wir sind 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 Europa. Ich will auch Europa.